Jo, meine lieben Leute, ich bin's mal wieder, euer Sanchez Free, back in the Schwitzwinnie. Heute mit einem nervigen Thema über YouTube, Leute, YouTube. Ich habe jetzt zwei Videos gesehen, anscheinend sind das ziemlich neue Sachen und bin dann auf meinen Kanal gegangen. Hab da mal nachgeguckt, ist das bei mir auch so? Könnte das so sein oder nicht? Und ich erzähle euch gleich mehr nach dem Intro. Okay, Leute, hier bin ich wieder. Ja, ich weiß, ich rauche, ich bin ein schlechtes Vorbild, bla bla, Gedöns. Und dieses Video wird bestimmt auch davon betroffen sein, da bin ich mir fast sicher. Weil natürlich YouTube denkt, ja, ein Raucher, der, oder besser gesagt, die, wie nennen die das? Die Werbebetreibenden wollen da keine Werbung haben. Okay, Leute, folgendermaßen, ich schalte hier mal kurz auf mein Screen. Es geht um das hier, um die Scheiße hier. Wo ich mir denke, so Vlog mit Tyler. Okay, heftige, eklige Tiere, ja, okay. Helden leben einsam, warum? Warum? Rage Mode. Nee, eigentlich auch, warum? Echte creepy Wesen, ja, okay, vielleicht. Mann lässt Frau ermorden, warum? Ist eine creepy Story, ist eine wahre Geschichte, ist nicht nichts Brutales zu sehen oder sonst irgendwas. Warum? Zum Teufel nochmal. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Montana Black habe ich vorhin ein Video gesehen. Da hat er über den... Ach scheiße, wie hieß der jetzt schon wieder? Der nette YouTuber da hat ein Video gemacht. Warte kurz, ich gehe das kurz nochmal. Ich schaue das nochmal nach kurz für euch, weil... Nee, sorry. Da hat er... Weil der verdient jetzt 0. 0. Aber wirklich 0 Euro mit YouTube. Hier. Bibanator, genau, um den geht's hier. Der hat selber auch ein Video gemacht, ich habe das zuerst von Montana Black geschaut, weil er darüber redet. Was ich sehr gut finde, ich finde es eine Riesensauerei, ganz ehrlich mal. YouTube, sorry, aber echt, ihr werdet langsam echt, wie soll ich das sagen, dreist. Mal ganz ehrlich, früher als ich mit YouTube angefangen habe, da hieß es sowieso noch Partnerschaften, nicht monetarisieren, bla bla, was heute jeder 12-jährige Vollidiot eigentlich machen kann, damit er ein bisschen was verdient damit. Wenn er dann noch Minecraft spielt, hat er schnell mal 1 Million Abonnenten oder 1 Million Klicks auf einem Video. Monetarisiert die Scheiße, verdient damit Kohle. Früher musste man sich bewerben, mit einer richtigen Bewerbung, um als YouTube-Partner gelten zu können, um sich so nennen zu dürfen. Habe ich noch alles gemacht, ne? Ich wurde auch akzeptiert damals, nur damals habe ich nichts gemacht. Warum auch immer, ist egal. Aber es wird immer schlimmer. Darum hat Tyler auch... Sorry, Bro, wenn ich dich jetzt hier erwähne, aber darum hast du wahrscheinlich auch die Schnauze voll davon. Weil deine creepy Sachen hier nämlich genauso sein werden. Die werden wahrscheinlich alle gelb markiert sein. Hey Leute, mal ganz ehrlich, wie willst du denn auf YouTube, außer wenn du Bibis Beauty Palace heißt oder irgendwie Tatja Kase Bitche, mit Pornos, ne? Übrigens YouTube, pornografischer Inhalt, ne? Nur mal so nebenbei, ist ja auch in den Richtlinien, sollte eigentlich auch mal demonetarisiert werden, aber juckt ja nicht, nee, warum denn auch? Nee, jetzt mal abgesehen davon, von den zwei YouTubern, wie soll denn ein ehrlicher YouTuber, der sich wirklich Mühe gibt, zum Beispiel mein Sadatori-Video, will ich jetzt gerade mal gucken, habe ich gar noch nicht geguckt, ob das schon demonetarisiert ist. Nee, schau mal, das ist noch monetarisiert. Ja gut, ich habe erst 71 Klicks, vielleicht war das noch zu uninteressant. Da sind auch noch, da hier, zum Anti-Pedo, Anti-Mobbing. Alter, Leute, warum demonetarisiert man sowas? Da geht es darum, Leuten zu helfen und nicht um die Pädophilen oder die Mobber gut darstellen zu lassen. Nee, mal ganz ehrlich, ey. Bitte, für die unter euch, die auch ein bisschen YouTube machen oder die vielleicht auch größer sind als ich, kann ja auch sein, dass da Leute dabei sind, die... einiges größer sind als ich, vielleicht 10.000, 20.000, 100.000 Abonnenten haben, juckt ja nicht. Wie geht ihr mit der Kacke um? Mal ganz ehrlich, wie sehen eure Videos hier aus, wenn ihr da so runterscrollt? Sind die alle grün, gelb oder vielleicht sogar gesperrt worden, gestrikt worden, was auch immer? Ist doch egal, man kann zwar eine Überprüfung anfordern, ja, was aber, so wie ich Google kenne, überhaupt nichts bringen wird. Was haben wir denn hier noch? Hey, Alter, ja, das Hard-Video, das hat natürlich gut, also ja, für meine Verhältnisse gut Klicks gekriegt, ne? Deswegen lassen die das vielleicht noch, ist eine Verschwörung. Ey, schaut euch das mal an, Leute, wie soll ich denn hier noch ein bisschen Kohle... Ach, Handy, halt die Schnappe. Aha, warte mal, das ist Tyler. Scheiße, kann ich jetzt nicht gucken, sorry, Bro. Leute, wie soll man denn da noch ein bisschen was verdienen damit? Hier, 8000 Views, da hätte ich ein bisschen was verdient damit. Nee, sie demonetarisieren das. Ja, warum denn? Outdoor-Sex, spannende... Alter, das ist meine persönliche Geschichte. Da geht es ja nicht darum, irgendwie ein Porno zu zeigen. Ey, nee. Ich dreh grad völlig durch.
Ganz ehrlich, muss man eigentlich wirklich nur noch Assi-Inhalte bringen, die YouTube in die Trends setzt, damit man irgendwie was verdienen kann mit YouTube? Ich meine, Leute, ich habe euch von Anfang an gesagt, es geht mir nicht um die Kohle bei YouTube. Ich mache das aus Spaß. Ich mache das deswegen, um euch zu unterhalten. Auch wenn ich mit einem Video nicht verdiene. Ist mir in dem Sinn eigentlich egal. Aber was YouTube mit uns macht, ist mir nicht egal. Ich meine, ich könnte jetzt wirklich, ich könnte die Scheiß-Monetarisierung deaktivieren. Ich könnte mit YouTube weitermachen. Ich würde mich wahrscheinlich weniger aufregen als jetzt. Nur das Ding ist, ich meine, mit dem Geld, was ich hier verdiene, habe ich immer euch etwas zurückgeben können. Zum Beispiel sei es Videoday-Tickets oder sei es das Buch von Julie Heiland, was ich nächsten Monat verlosen werde. Das ist eigentlich alles durch YouTube-Einnahmen finanziert worden und das kann ich jetzt knicken, ne? Ich meine, YouTube, hallo, YouTube, Google, ihr schuldet mir immer noch 200 Euro, nur mal so nebenbei, ne? Die habe ich bis heute nicht gesehen, obwohl mein Netzwerk und ich mit euch schon geschrieben haben, aber man kriegt ja einfach keine Antwort, ne? Könnt ihr vielleicht, falls ihr dieses Video seht, Google-Mitarbeiter, könnt ihr euch vielleicht mal drum kümmern, wäre sehr lieb, weil ich war noch nicht im Netzwerk, als ihr mir die 200 Euro schuldig wart. Also, nee, mal ganz ehrlich, hey, was da bei euch so abläuft, ich weiß ja nicht, was da falsch läuft, aber irgendwie, ich glaube, ich komme mal zu euch arbeiten und werde die Scheiße mal berichtigen, weil irgendwie, sorry, es geht mir übelst auf den Sender. Absolut unnötig, Alter, meine erste Serie, die ich gemacht habe, als ich mit Talk-Videos angefangen habe, Alter. Unnötige Internetseiten, Funny Bullshit, Anonymous, Illuminati, was ist an dem Video, ich weiß noch, was da ungefähr vorkommt, was ist daran so schlimm, dass das nicht werbefreundlich sein soll? Nee, mal ganz ehrlich, oder vorhin habe ich einen Livestream gesehen mit Tyler Hangout. Was ist daran schlimm? Sky News, Alter. Nee, ohne Witz. Gut, das Zeug habe ich nicht geleastet oder privat gestellt, aber trotzdem. Was mit Altersbeschäftigung? Ja gut, das ist klar, okay. Was haben wir hier noch? Ja, urheberrechtlich, bla bla bla, so ein Quatsch, das ist ein Coverbeat, der da drin ist, das ist nicht urheberrechtlich, habt ihr mir sogar noch bestätigt. Da könnte ich mit dem Netzwerk auch mal reden. Aber solche Sachen jucken mich eigentlich wirklich weniger. Das ist eigentlich scheißegal. Super Mario, Alter. Pac-Man. Nee, mal ohne Witz, was ist an Super Mario und Pac-Man nicht werbefreundlich? Alter, das sind Oldschool-Games. YouTube, Google, bitte. Studiert man bisher, ohne Witz. Nee, da mache ich jetzt Überprüfung, ey. Nee, sorry. Nee, was ist denn das? Okay, komm, hier, hallo. Ja, bitte, ne? Manuelle Überprüfung, eingeschränkte oder keine Werbeanzeigen, da der Inhalt nicht für alle Werbetreibenden geeignet. Nicht für alle, aber da macht doch wenigstens die geeignet sind, identifiziert wurde. Dein Video kann weiterhin wiedergeben werden und YouTube bla 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 bla. Ja, mach einfach Überprüfung, leck mich doch am Arsch, ey. Ne, ohne Witz, Mai, muss ich jetzt... Ey, wie viele Videos habe ich? Ich weiß gar nicht, es gibt Leute, die haben über tausende Videos. Müssen die jedes einzelne Video jetzt manuell überprüfen lassen, nur damit die wieder Werbung draufkriegen, falls es wirklich geeignet sein sollte. Mal ganz ehrlich, wie viele Videos habe ich? 169, ja, ich dachte doch um die 170 müssen es sein. Und ich denke mal so 80% davon werden wahrscheinlich leck mich, ihr wisst was ich meine. Ey, das kann's doch nicht sein. Mal ganz ehrlich, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich meine, wie soll ich denn so euch was zurückgeben, wenn ich das nicht von meinen... Ich meine, ich habe ja noch Stammbeine, ich arbeite ja noch. Das ist ja nicht mein Hauptberuf oder auch Twitch, was jetzt dann folgen wird. Das wird ja nicht mein Hauptberuf sein, ich mache das einfach... Aus Spaß an der Freude, um euch zu unterhalten. Ich mache das nicht wegen Kohle, wegen sonst was. Das, auch wenn ihr mir was spenden wollt, wie ihr schon gemacht habt, und da bin ich immer noch dankbar dafür, das müsst ihr nicht. Es geht mir wirklich nicht darum, ich habe Spaß daran, ein Video zu schneiden, um künstlerisch tätig zu sein. Aber bitte, ich will euch doch was zurückgeben können, wenn ihr schon auch die Kackwerbung zu Ende schauen müsst. Aber das lohnt sich nicht, wenn ich auf einem Video 90 Klicks habe, da verdiene ich vielleicht 1 Cent damit, ne? Wenn es hochkommt. Nee. Ohne Witz mal, das geht nicht. Sonst mache ich das wirklich so, dass ich dann von meiner anderen Kohle halt vom Job, sagen wir mal, ein Huni oder so investieren für irgendwelche, was weiß ich, für ein Fan-Treffen oder sonst was, damit ich euch einen Kuchen mitbringen kann, wenigstens. Hey. Aber Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn Google, was das betrifft, scheiße ist, dann lasst einen Daumen nach oben da, ohne Witz, hämmert das Ding kaputt. Und wenn ihr denkt, das ist völlig in Ordnung, dann macht einen Daumen runter, ohne Witz. Ist mir dann auch egal. Aber... Sowas geht meiner Meinung nach überhaupt nicht und ich wünsche euch bis dahin noch einen schönen Abend. Peace out und das nächste Video kommt bald. Euer Sanchez Free. Alter.